Hallo und herzlich willkommen zu einem schönen kleinen Vorgestellt eines wunderbaren Spiels. Willkommen zu Farlenders von Kritivo. Dieses Spiel wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Trotzdem soll das natürlich nicht meine Meinung beeinflussen, das will ich davor sagen. Es ist entwickelt worden von Andrei Bichowski. Entschuldige bitte, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Es ist also ein Single- und Indie-Developer. Worum geht es in diesem Spiel? Eigentlich ist es ein wirklich, wirklich schönes Spiel, wo es darum geht, den Mars zu kolonisieren und das auf eine wunderbare und schöne Art und Weise. Und kleiner Tipp, wenn ihr dieses Spiel kaufen wollt, dann kostet es aktuell 11 Euro. Und, also 11 Euro und ein paar zerquetschte, geht doch gerne zu Steam, da gibt es eine Demo, da könnt ihr das gerne Probe spielen. Und wir gehen einmal in das Free-to-Play rein und spielen ganz in Ruhe einmal die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde von dem Spiel an und gucken uns alles an und schauen einmal, ob das das Richtige ist. Von vornherein, bevor wir hier das starten, möchte ich sagen, dieses Spiel ist eine Art Puzzle-Game. Da sind auch sehr puzzlige Anteile drin. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf gefasst sein. Also, wenn ihr nicht gerne puzzelt und ihr sagt, 10 Teile Puzzle sind schon zu viel für mich, dann wird dieses Spiel wahrscheinlich nichts für euch sein. Ich möchte das nur sicherheitshalber vorher gesagt haben. Und wenn euch diese Art der Spielevorstellungen interessiert und gefällt, dann unterstützt doch gerne meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meiner Crowdfunding-Kampagne bei Patreon und schaut doch dort gerne mal vorbei. Okay, genug der Eigenwerbung und ich muss mich jetzt auch nochmal entschuldigen für diese lange Vorsprache und jetzt legen wir wirklich los. Also, wir gehen auf Free-to-Play. Und ihr seht, hier habe ich schon ein bisschen rumgespielt. Ich habe eine Kampagne schon gemacht. Wir nehmen uns mal ein Empty Slot und starten einmal. Ihr habt drei Szenarien hier. Pick of Cave Agriculture, Martian Utopia Resort oder First Metropolis on Mars. Das habe ich gerade ausprobiert. Deswegen nehmen wir das Utopia Resort. Und Tourism is a booming industry on the Mars. Wir sollen also einen Tourismus aufbauen auf dem Mars. Wir werden das mit Sicherheit auch nicht machen. Aber, also, wir werden das natürlich anfangen, aber nicht zu Ende bringen. Aber nur für euch, dass ihr das seht. Grow up the colony to 250 Leute und so eine mittlere Zufriedenheit. Das ist unser Ziel. Und das werden wir jetzt starten. Als erstes möchte ich euch jetzt den Seed zeigen. Und den sehen wir hier oben. Also wenn euch die Karte gefällt, dann könnt ihr diesen Seed nutzen. Einfach eintippern und dann könnt ihr das dort weiterspielen. Also, worum geht es in diesem Spiel? Grundsätzlich ist das eure Karte. Die ist also nicht allzu groß. Ihr startet also auf einem kleinen Bereich auf dem Mars. Und ihr seht hier, dieses Gelände ist ein bisschen, ja, ich sage mal, zerklüftet. Ihr seht hier viele Dinge, wie zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, was das ist, Permanent Ice. Es wurde mittlerweile opal auf dem Mars gefunden. Silicon Surface sehen wir hier. Und wir können mal ein bisschen rumschauen, was wir noch so sehen. Linke Maustaste ist verschieben und auswählen. Da sehen wir sogar richtig Liquid Water. Tiles into Fertile Soil. Das halte ich ja für eher unwahrscheinlich. Hier sehen wir noch mehr Silicon. Und was haben wir da? Electronics. Okay. Und ein Mineraliendeposit, das ist schon mal gut. Und das Coole hier bei diesem Spiel ist, dieser Knopf hier an der Seite. Und was er macht? Boom! Ihr könnt auch in den Untergrund gehen. Hier oben sehen wir zum Beispiel schon, dass hier so ein kleines Loch ist. Ja? Das heißt, die Karte basiert nicht nur darauf, dass ihr ein Level habt, sondern ihr könnt auch diverse Level nach unten gehen, aktuell 1, und euch wirklich in den Untergrund der Karte buddeln. Und ich stelle mir das richtig cool vor für die Zukunft. Kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass dieses Spiel in Richtung vielleicht so eine Art War Fortress auf Mars entwickelt wird. Fände ich echt cool, muss ich wirklich sagen. Also, jetzt gucken wir uns erstmal in Ruhe alles an, was es hier gibt. Hier auf der linken Seite oben findet ihr, wie Standard bei diesem Spielen, die Ressourcen. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu erzählen. Ne? Strom, Wasser, Essen, dann gibt es Redefined Materials. Das ist sowas wie Beton oder so ein Krams. Und dann einmal Glas, dann gibt es Electronics, Essen, also in dem Fall Spices, Gewürze und sowas. Das sieht mir eher nach einer Paprika aus. Dann Terraforming Technologies
und ein bisschen Moneten. Dann gibt es natürlich die Leute, die hier arbeiten. Da gibt es aktuell nicht sehr viele Workers. Dann gibt es hier Kolonieinformationen, Tech Tree gibt es hinterher, wenn ihr die entsprechenden Gebäude gebaut habt. Eine Enzyklopädie, wo ihr zum Beispiel auch eine ganze Menge nachschlagen könnt. Communications, wie läuft das? Wie läuft das mit der Koloniemoral? General Terraforming Informations, das ist so ein bisschen dieser Puzzleanteil am Game. Dann seht ihr auch hier, was wohin gemacht werden kann, von wo nach wo, was ist das alles? Sand. Da Sand und Mineralien sind zum Beispiel Mineraliendeposits, Sand und Water ist permanent Eis und so weiter. Also da habt ihr eine ganze Menge. Live on Mars seht ihr auch hier, wie wann, warum, also da wirklich, oder auch Winter, eine ganze Reihe an Informationen. Technology und Trading können wir noch nicht machen, hatte ich gerade erzählt. Und dann sehen wir hier nochmal unsere Kolonien. Und da können wir zum Beispiel auch Policies in Zukunft machen mit den ganzen Informationen, die wir dort uns anzeigen können. So, das ist die Seite hier oben. Dann ist das Ding so ein bisschen, ja, pseudo-rundenbasiert, möchte ich mal sagen. Also wenn ihr jetzt denkt, ja Mensch, Nerd, wo ist denn jetzt hier der Startknopf bei dem Game? Dann muss ich euch sagen, den Startknopf gibt's nicht. Das heißt, wir sind hier so ein bisschen rundenbasiert. Wir bauen im Prinzip so lange, wie wir wollen. Und dann gehen wir auf Play. Und wenn wir also die Basis gemacht haben und dann passiert jeweils das, was hier passiert. New Terraforming arrives in 2 turns und dann sehen wir new Migration Wave within 2 available newcomers in 1 turn. So, das heißt, wir brauchen eine Plattform und auf dieser Plattform kommen dann 10 Leute an und das müssen wir dann natürlich auch entsprechend irgendwie Regeln handhaben. Die brauchen was zu essen und so weiter und so fort. So, das sehen wir alles hier unten. Und hier unten links seht ihr im Prinzip eure Gebäude. Und da wollen wir jetzt nicht länger rumquatschen, sondern einmal loslegen. Hier rechts sehen wir einmal die ganzen Sachen, die wir machen können. Und am Anfang brauchen wir natürlich erstmal das Habitat. Da sehen wir, das produziert Energie, Wasser, Essen, Beton und ein bisschen Glas. Also, wenn ich mir das so überlege, im Prinzip alles. Kann ein bisschen was von allem speichern. Also im Grunde genommen, okay, da seht ihr auch No Access to Minerals. Also wir sollten gucken, dass wir das irgendwo in der Nähe von so einem Mineraliendepot bauen. Und hier könntet ihr jetzt zum Beispiel auch ein bisschen was machen. So, jetzt ist die Frage, was ist denn das da vorne jetzt an der Seite? Wozu brauche ich das und wieso ist das überhaupt da? Also, das ist dieser Puzzleanteil am Game. Das heißt, wenn ihr irgendwas machen wollt oder müsst, als Beispiel, ihr müsst irgendwo ein Kabel langlegen und habt dort aber hier so einen Untergrund und das geht dort einfach nicht. Dann könnt ihr das möglicherweise hier überbauen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier das hier machen könnten. Genau, da zum Beispiel, da könnten wir das mit Wasser auffüllen und da vorne noch ein bisschen. Und dann seht ihr aber, das geht hier nicht. Da müssten wir jetzt im Prinzip das richtige Terrain finden, um das auf dieser Karte zu machen. Wir könnten gucken, ob wir das vielleicht hier finden. Ja, hier würde das zum Beispiel gehen. Wir können das ja einfach mal machen. Ihr seht, F wäre rotieren oder auch E, das können wir im Prinzip einfach hier, ja, einmal dahin und dann seht ihr, haben wir da einen kleinen Canyon gebaut, da oben auch in the shadows und da haben wir ein bisschen Wasser platziert. Wenn wir jetzt hier einmal runtergehen, sehen wir, da ist auch nichts passiert, hier oben ist ein bisschen was passiert. Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist nur einfach allgemein der Eingang. Okay, das ist der Eingang zum Untergrund. Da bin ich mal gespannt, was haben wir da? Source of easy to access electronics. Okay, gut. Dann werden wir jetzt erstmal unser Hauptgebäude platzieren. Wenn ich ehrlich bin, da unten sieht das gut aus. Die Frage ist, haben wir hier Mineralien? Haben wir natürlich... Oh, entschuldigt bitte. Haben wir natürlich hier nicht. Hier hätten wir Mineralien. Das sehen wir, seht ihr dort. Dort ist ein Mineraliendepot des Levels 2. Was haben wir hier noch so? Da ist einmal Wasteland. Da könnten wir natürlich auch hier reingucken und sehen. Wasteland können wir plus Create Minerals, gleiches Silicon Depot, können wir. Wasteland ist dafür da, plus Smooth Out, gleiches Sand. Das heißt, wenn wir Smooth Out machen, dann wird es zu Sand. Das heißt, ist ja auch ein Spiel zum Terraformen. Wenn wir es Waste Dump machen, dann ist dort einfach ein Canyon. Wenn wir es Elevation
elevaten, dann ist dort einen Berg. Okay, das macht, glaube ich, in gewisser Weise auch Sinn. Wenn wir da was draufschütten, einen Berg mit Sand, dass dort dann ein Berg mit Sand entsteht. Okay. So viel dazu. Also, jetzt können wir schon auf Play machen, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen weiterbauen. Und wir haben eigentlich unsere Basis noch gar nicht gebaut. Ja, ich weiß nicht, ob es noch ein Level 1... das ist Silicon... Mineraliendepot gibt hier. Maybe explored with research camp. Level 1. An idle spot for factory gathering minerals. Jetzt weiß ich halt nicht, ob an idle spot to build a factory, gather minerals, phosphorus, sodium. Ja, wir bauen das hier hin. Das sieht mir als Surface oder als Startposition, wenn ich ehrlich bin, ziemlich gut aus. Einmal dahin bitte. Bam. Und da haben wir es. So, das ist im Prinzip pro Runde mein aktuelles Verständnis des Spiels auf die Frage, wie komme ich jetzt zur nächsten Runde? Was kann ich alles bauen, bis die Runde zu Ende ist? Mein Verständnis nach könnt ihr alles bauen, solange ihr Rohstoffe habt, aber die Rohstoffe werden erst in der nächsten Runde aufgefüllt. Das ist im Prinzip so ein bisschen das Limit des Ganzen. So, das ist unsere Base. Hier sehen wir entsprechend die Sachen, die hier kommen. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, was wir bauen. Wir kriegen als nächstes 10 Leute. Jetzt schauen wir erstmal rein, was wir alles machen können. Ihr seht hier die Utilities. Das ist so Kabel, Tunnel, die wir bauen. Ihr müsst dann natürlich auch eure Sachen verbinden, Strom produzieren zum Beispiel. Dann seht ihr hier allgemein Energy. Da habt ihr aktuell eine Windturbine, produziert 3 Energie. Ihr könnt das natürlich auch hier so in bergigen Regionen aufstellen. Und da, wo eine bergige Region ist, das ist ja hier auch so, ne? Also wenn ich eine Windturbine mitten auf dem Brocken aufstelle, der bei mir in der Nähe ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort Wind produziert wird, bei uns hier im Flachland, wenn wir das da aufstellen, sehr groß. Und da kriegen wir gleich nochmal 2 dazu. Also hier zum Beispiel eine mega geniale Ecke für eine Windturbine. Kostet aber 18. Wir haben 200. Sieht also auch nicht schlecht aus. Water and Agrarkulturen. Da haben wir zum Beispiel jetzt ein Greenhouse. Das könnten wir machen. Ihr seht auch dort die Möglichkeiten, die wir haben. Das ist im Prinzip dieses, dieses Terraforming, was ich gezeigt habe. Das produziert 5 zusätzlich. Brauchen wir im Moment aber noch nicht. Hier haben wir einen Wasserkondensator. Could be built on... Ja, also diesen Materialien dort. Ihr habt es gesehen. Und requires sunlight und a pipe und produziert einfach ein bisschen Wasser. Aber wir sehen momentan noch alles ganz gut. Ich würde gerne Habitate bauen, damit wir einfach ein paar Leute einziehen lassen können. Da brauchen wir 2 Stück von und die brauchen 4 Energie und dann wären wir im Prinzip schon fast out of energy. Deswegen will ich jetzt erstmal anfangen, ein bisschen Energie zu produzieren und das finde ich eigentlich hier vorne gar nicht schlecht. Ich frage mich nur, ob wir irgendwie mit einer Leitung da rumkommen. Das gucken wir uns gleich mal an. Dann haben wir die Factory, das haben wir gesehen. Und Expansion ist natürlich dann die Landing-Plattform. Das können wir dann auch gleich bauen. Und dann sind wir im Prinzip für die Runde auch schon durch. So, machen wir erstmal hier die Energie rein. Is not wired, should be connected to the base. Yep, alles richtig. Das heißt, wir gehen hier hin und dort seht ihr einmal die Powerline. Ihr seht, wo wir das alles bauen können und wir sehen auch, da können wir es nicht bauen. Ja, dann hätten wir jetzt schon den Fall, hey Mensch, wir bräuchten jetzt Terraforming, aber das haben wir nur einmal pro Runde möglich. Ja, das heißt, da haben wir uns ein bisschen jetzt ein eigenes Ei gelegt. Jetzt hoffen wir mal, dass wir vielleicht da lang kommen. Und wie ihr seht, seht ihr nichts, weil es nicht geht. Okay. Das heißt, da haben wir uns ein eigenes Ei gelegt. Wir könnten versuchen, hier hinten rumzubauen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir können es eigentlich hier überall bauen. Das müsste gehen darum. Genau. So. Zack. Und dann haben wir es angeschlossen. Es produziert Energie. Wir sind bei 16 Energie und es passt. Sehr schön. Wunderbar. Also, das haben wir. Und wir haben aber, wenn ich das richtig sehe, aktuell keine... Doch, da ist die Factory. Das braucht 5 Leute. Das könnten wir also in der nächsten Runde bauen. Aber ihr seht auch hier,
Achtung, Happiness ist auch wichtig in dem Spiel. Also hier gibt es viele Mechaniken, die ihr beachten müsst. Wir haben aber noch keine Leute, von daher ist das egal. Aber wir sollten tunlichst darauf achten, dass die Habitate weit genug weg sind. So, das heißt, wir bauen jetzt erstmal die Habitate. Die brauchen eine Pipe. Die Rohre findet ihr hier bei Utilities. Ja, da habt ihr die Pipe und den Tunnel. Und eine Powerline, das kriegen wir hin. Und 5 Leute können dort rein. Wir haben 10, die kommen. Okay. Ich würde die gerne dahin bauen. Dann kriegen die dort einen Stromanschluss. Dort ein Pipe-Anschluss. Und dort ein Tunnelanschluss. So, das heißt, hier gehen die Leute lang. Dann haben sie hier einen Stromanschluss. Hier hinten holen wir uns ein bisschen Windenergie. Und jetzt gucken wir uns mal an, diese Layer hier an der Seite. Also wir zoomen mal ein bisschen raus und dann seht ihr Electricity Layer. Das ist die Base, da wird es also produziert, plus 6 und da ist aktuell noch kein Verbrauch. Das wird sich in der nächsten Runde ändern, natürlich, wenn die Leute da sind. Wasser wird hier noch nicht produziert. Also, was heißt nicht produziert? Das läuft dann hier natürlich schon lang in der nächsten Runde, aber aktuell brauchen wir es noch nicht. Und was haben wir noch? Die Leute sind noch keine da. Surface Layer ist das eine. Und dann gehen wir in die nächste Runde. 10 Colonists are looking for a new home. Nein, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Wir haben vergessen, das Habitat zu bauen. Quatsch, wo ist es? Den Helikopterlandeplatz. Ist die Frage, wo das hinsetzen? Ich würde es dahin bauen, damit die Leute hier auch landen können. Beziehungsweise ein Helikopter ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Helikopter von der Erde fliegt. Das wäre dann schon sowas wie Airwolf. Und da können die dann landen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, dass wir die zu uns holen. Wir holen uns natürlich die 10 Leute. Und da kommen sie. 10 Leute. Sehr gut. Nächste Runde. Also. Outpost. Colony Level Up. Wir sind jetzt ein Außenposten. Spend Science to learn new technologies to unlock new building and modules. Terraforming Storage. An extra slot for Terraforming Storage. Hatte ich euch gezeigt. Wir haben normalerweise jetzt eine Sache gehabt. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Recycle unwanted Terraforming Sets in exchange for new Terra Techs. Wir kriegen 6 Forschung, würde ich das jetzt einfach mal nennen, pro Runde. Und 2 Elektronik kriegen wir. Da sind die Elektronics. Und da haben wir jetzt die Technologie. Hier kriegen wir eine neue Terraforming in einer Runde. Wir haben aktuell noch nichts. Das heißt, wir müssen im Moment erstmal damit leben, was wir haben. Und jetzt gehen wir erstmal in die Technologie rein. Und gucken mal, Wasser sollten wir uns holen. Ja, Essen und Wasser wäre so der erste Slot. Also wir bräuchten Essen und Wasser. Gucken wir gleich. Jetzt gehen wir wirklich erstmal hier rein. Und wir sehen, wir können jetzt zum Beispiel das Scouting machen. Jetzt gucken wir mal. Wir haben 6 Forschung. Die sehe ich tatsächlich jetzt gerade hier nicht. Die sehe ich. Wo sehe ich die denn? Ja, da unten sehe ich die. Das ist mir schon klar. Okay. Underground Expansion. Will ich aktuell nicht machen. Energy Conversation. Das ist die Frage, ob wir das brauchen. Reinforced Power Lines. Transfer Energy from the base at a higher voltage than standard power lines never approach a downed power line. Ja. Solar Panels. Okay. Brauchen allerdings Sonnenlicht und Capacitors. These high-efficiency capacitors can store thousands upon of thousands of volts, maintain a charge for decades. Kleiner Funfact am Rande, Capacitors speichern keine Spannung, Capacitors speichern eine Ladung, nämlich die Energie, also keine Ladung, sondern also keine Energie, sondern die Ladung eines elektrischen Stroms, was ja, also Strom ist ja bewegte Ladungen und daraus resultiert eine Spannung. Also der kann keine Spannung speichern. Aber das, also eigentlich nur Strom.
Das wäre eigentlich eher das, was er meint, wäre eine Batterie, obwohl die eigentlich auch eher Ladungen speichert. Und aufgrund der elektrochemischen Spannungsreihe haben wir dann die entsprechende Spannung, die da anliegt. Aber okay, komm, ist egal. Das würde jetzt zu weit führen. So, Water Extraction, das ist, denke ich mal, wichtig. Das haben wir, dann kriegen wir eine Water Pump. Das gefällt mir. Und einen Wassertank. Das hätte ich gerne. Farming Utilities. Auch nochmal 3. Alternativ Scouting. Das will ich nicht. Nee. Ich will wirklich erstmal unsere Leute versorgen. Ich denke, das ist für den Moment wirklich erstmal das Wichtige. Okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Wir haben in einer Runde die Möglichkeit, etwas zu terraformen. Und in 2 Runden kommen Leute. Ich würde sagen, wir bereiten uns jetzt erstmal darauf vor, dass die Leute kommen. Und wir könnten gucken, dass wir hier möglicherweise Wasser produzieren. Da kommen wir aber nicht. Da kommen wir aber nicht hin. Das heißt, wir müssten gucken, dass wir beim Terraforming in der nächsten Runde hier einen Weg bauen. Das sehen wir dann. Bacteria, Bio Storage House, nein. Production, das ist mir erstmal wichtig, dass wir davon mehr produzieren. Der kommt einmal dahin. Und der braucht bitte einmal diese, ja, so ein Tunnel dahin. Okay. Das heißt, wir produzieren jetzt auf jeden Fall mehr davon. Das sieht schon mal gut aus. Das ist schon mal die Basis allen Übels. Dann sollten wir jetzt Wasser produzieren. Der produziert 2 Wasser. Aber hiermit produzieren wir jetzt. Wo ist es? Ground Hydrator. das können wir uns nicht mehr leisten. Da bräuchten wir morgen 35 für. Das würde aber passen. Also morgen heißt in der nächsten Runde. Frage ist, ob wir bis dahin eventuell ja. Wir könnten natürlich noch 1-2 Runden mit unseren Reserven leben. Das würde gehen. Die Frage ist eher, was kostet ein Habitat? 18. Das können wir im schlimmsten Fall in der nächsten Runde machen. Ich würde sagen, in dieser Runde überlegen wir uns, müssen wir noch irgendwas machen in dieser Runde? Einen Wassertank machen wir denn, wenn überhaupt, zusammen. Ein Greenhouse und ein Food Silo, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit für. Powerline Pipe produziert 5. Ja, das sieht alles gut aus. Das können wir eventuell. Was braucht das? Das können wir hier hinbauen. Den könnten wir halt auch hier hinbauen, aber ich will eigentlich diesen Platz hier nicht verschwenden, hier vorne. Deswegen will ich dort gerne was drüber setzen, in der Hoffnung, dass wir Terraforming bekommen und das dann da lang bauen. Aber das ist auch Wasteland. Okay, wir gehen mal in die nächste Runde. So. Dann gibt es Rohstoffe. Okay, das ist gut. Aber nur unter der Voraussetzung. Der Canyon verschwindet aber nicht, ne? Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir den Canyon wegbekommen. Den Canyon bekommen wir weg. Das ist eher ein Canyon hier. Durch Elevation, das heißt damit. Wäre also eher das Ding hier. Damit. Oh, das ist ja super. Damit würden wir die beiden Canyons hier auffüllen können. Jetzt ist natürlich die große Frage: Können wir die Leitungen. Das können wir auch über Wasteland führen. Oh, das ist gut. Das machen wir. Dann nehmen wir uns ihn hier und füllen die beiden Canyons einmal auf, bitte. Und dann versuchen wir jetzt. Einmal, was kostet das? 18, das ist zu teuer. Wir müssen halt auch jetzt erstmal die beiden Habitate bauen.
So. Und jetzt haben wir 28 übrig. Und jetzt ist die große Frage, was machen wir damit? Damit können wir wieder das Teil nicht bauen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Wir könnten aber das Greenhouse bauen. Das könnten wir hier vorne hinsetzen oder einfach da. Und dann daneben ein Food-Silo. Das ist einfach nur Ground. Das würde gehen. Der ist hierdurch angeschlossen. Das heißt, wir haben jetzt mehr Nahrung. Okay, dann müssten wir eigentlich noch einen zweiten hinbauen, dann hier. Das könnte man hier anschließen, das würde auch klappen. Wir müssten das eigentlich in zwei Runden nochmal terraformen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Runde ein bisschen auf Pump leben. Wasser haben wir jetzt als Problem. Das kriegen wir aber hoffentlich in der nächsten Runde. So, eine Runde weiter. Wir holen uns die 10 Leute. Und da kommen sie. So. Ihr seht, wir sind überall in den Miesen. Jetzt müssen wir genau überlegen. Also, wir brauchen zuerst Strom. Das reicht nur noch 3 Runden. Das heißt, wir brauchen 6 Strom. Die produzieren 3. Ja. Das sind 5. Das ist zu wenig. Das sind... das würde gehen. Das sind 5. 9. Haben wir noch mehr? Nee. Dann bauen wir ihn dahin. Und schließen einmal Strom an. Habe ich mich verrechnet? Offensichtlich, ne? Na gut. So, das passt aber. Ja, jetzt haben wir natürlich immer noch ein Stromproblem, aber auch ein Wasserproblem. Jetzt versuchen wir erstmal eins nacheinander zu lösen. Jetzt gucken wir, dass wir den können wir nicht bauen. Der produziert nur 2 Wasser. Ja, das kriegen wir hin. Ich will nämlich das Teil haben. So. Dann werden wir erstmal das Stromproblem lösen. Dort. Und bitte eine Leitung. So, das heißt, er produziert 5, damit hätten wir das Thema sauber. Jetzt müssen wir einmal das Nahrungsproblem lösen und das geht nicht mehr. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir an Wasser? 8 Strom? Wow. Das. Nächste Runde. So. Also, jetzt müssen wir gut überlegen, was wir machen. Wir haben jetzt ein bisschen Terraforming. Wir können hier vor allen Dingen auch was auffüllen. Wir könnten hier... Aber wir können auch was sprengen, aber das wollen wir ja nicht. So. Wir können das natürlich auch safen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir da wirklich was von brauchen im Moment. Wir bräuchten eigentlich noch ein bisschen mehr Energie. Können wir die... aufleveln. Im Moment nicht, ne? Ja, das ist jetzt schwierig. Wir bräuchten noch ein bisschen mehr Energie, aber das könnten wir auch ein paar Runden laufen lassen. Wasser ist erstmal am wichtigsten. Ich würde sagen, wir versuchen wirklich erstmal die Water Pump dort hinzubauen. Genau. Und die kriegt erstmal... Ja, verdammt. Da haben wir nicht mehr genug Ressourcen für. Die kriegt in der nächsten Runde dann einen entsprechenden Anschluss. Und die Sachen speichern wir uns. Falls wir das mal brauchen. Okay. Ich will tatsächlich jetzt erstmal keine Leute haben. Aber wir haben überhaupt nicht die Möglichkeiten dafür im Moment. Wir müssen erstmal die Rohstoffe bauen. So, dann bitte eine neue Powerline. Ja, das können wir schon hier lang ziehen. Should be connected
With the pipe to the base. Jetzt will ich aber eigentlich vorher noch ein Water Tank bauen, dass wir ein bisschen mehr Water speichern können. Ja. Wrong Terrain. Ah, das geht nur hier auf dem Soil. Oder hier unten. Okay, das können wir dann auch überall anders bauen. Das ist ja dann kein Problem. Dann werden wir erstmal... Moment, was brauchen wir? Eine Reinforced Pipe. Die hier. So. Also, dann haben wir das Wasserproblem gelöst. Strom haben wir noch nicht ganz gelöst, aber da sehe ich nämlich auch schon hier vorne eventuell eine Ecke oder da. Können wir mit dem Strom hier lang gehen. Das wäre also in der nächsten Runde möglich. Jetzt schauen wir mal. In der nächsten Runde können wir auch terraformen. Und dann hätten wir im Prinzip die erste Basis fertig. Jetzt schauen wir mal hier rein. Wir haben aktuell Level Up Your Colony to get more science. Wir bräuchten mehr Energy. Das wäre tatsächlich ganz wichtig. Und Redefined Materials. Aber wir kriegen ja schon eigentlich genug, ne? Resource Deposit hat 36 Mining Cycles left. Also da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in zu viele reingehen. Das sieht noch ganz gut aus. Nächste Runde. So. Sehr schön. Also, jetzt gucken wir uns alles nacheinander einmal an. Jetzt Energie. Und bitte einmal die Leitung. Dann haben wir jetzt Energie und Wasser genug. Und jetzt bauen wir uns bitte eine weitere Agrarkultur auf. Und dann haben wir auch Nahrung. Sehr schön. Dann haben wir unsere erste Basis fertig. Wir können zwar immer noch keine neuen Leute uns holen, aber die erste Basis ist fertig. Wir haben jetzt hier 20 Leute und wir könnten in der nächsten Runde jetzt im Prinzip wieder welche bauen. Das wäre also das Spannende hierbei. Die Frage ist, ob wir zum Beispiel irgendwo jetzt was aufschütten. Wir können ja mal gucken. Smooth Out. Canyon plus Smooth Out gleich Canyon. Das bleibt alles so. Das heißt, wir könnten aus Wasteland eventuell Sand machen. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir vielleicht versuchen. Das wollte ich tatsächlich nicht. Dass wir gucken, dass wir die beiden hier wegmachen. Ja. Alternativ. Ah, das finde ich auch gut. Das machen wir mal. Genau. Und jetzt ist die Frage, ob wir irgendwie hier zum Beispiel mehr Soil machen könnten. Jetzt gucken wir mal. Wie können wir daraus... Wie können wir überhaupt dieses Fertile Soil machen? Gar nicht, ne? Nee. Sand plus Smooth Out ist gleich Ground. Okay, also das merken wir uns. Smooth Out ist immer eine gute Sache. Has Flat. Fertile Soil plus Has Flat ist Fertile Soil. Das passt. Wir haben noch eine ganze Menge von denen übrig. Wo kann denn er hier überall stehen? Nur darauf. Ah, das ist natürlich hart, ne? Das heißt, wir haben nur noch hier unten ein bisschen was. Dann hätten wir die tatsächlich woanders hinsetzen müssen. Ah, okay. Das muss ich jetzt sagen, das war ein Fehler. Die hätten wir also woanders hinsetzen müssen. Okay. Frage ist, wie kriegen wir jetzt 10 neue Leute rein? Wir brauchen ja hierfür 4 Energie und natürlich auch eine ganze Menge Nahrung. Ihr seht, bei 30 haben wir den nächsten Boom. Da könnten wir eventuell auch die Technologie nehmen. Aber wir kriegen das nicht gebaut. Wir müssten also im Prinzip noch ein paar Zyklen warten. Aber die Zyklen,
die spielen wir nicht mehr jetzt. Ich denke, für einen Vorgestellt sollte das ausreichen. Ich muss ganz ehrlich sagen, für ein Puzzlespiel für zwischendurch ist das richtig, richtig, richtig cool. Wer Creativo kennt, der weiß, Creativo macht so eine Spiele ja öfters. Von denen kommt unter anderem auch Power to the People, ein Spiel, was ich unheimlich gern gespielt habe. Da geht es ja auch darum, ein Elektroenergiesystem aufzubauen. Ist ja genau mein Ding. Ich habe ja so ein Kram irgendwann mal studiert vor ewigen Zeiten. Auch eine super Sache. Und das ist im Prinzip ja so eine Art Power to the People, bloß mit Koloniebauen auf dem Mars. Ich finde es mega cool. Ich auch liebe diese 8-Bit-Pixel-Grafik. Es braucht keine High-End-Grafik. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir macht das Spiel unheimlich viel Spaß. Aber ich will es nochmal gesagt haben, bitte, 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 es ist wirklich ein Puzzle-Game. Das muss man ganz klar sagen. Ihr seht auch hier, da haben wir uns verpuzzelt. Das müssten wir jetzt im Prinzip abreißen und das dahin bauen, damit wir hier noch Agrarkulturen hinbauen können und so weiter. Das ist das, was ich damit meinte. Also es ist wirklich ein Puzzle-Game, das ist ganz wichtig. Und wenn es euch gefällt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Es würde mich freuen und Creativo bestimmt auch. Und nein, es ist nicht gesponsert, es ist keine Werbung, das ist meine eigene Meinung. Ich finde es echt toll, das Game, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, ich spiele es noch ein bisschen weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Strategienerd. Ach so, und übrigens, wenn ihr Bock auf mehr Content zu dem Spiel habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Macht's gut.